merken, erstens sollte man natürlich die Pilze kennen, die man sammeln will. Und bei manchen Fruchtkörpern reicht es eben einfach nicht, sich über eine App eine Bestätigung zu holen, sondern man muss einfach wissen, was sind die Merkmale von diesem speziellen Pilz. Also nur die Pilze sammeln, die man sicher als Speisepilze kennt. Zweitens ist es natürlich ganz wichtig, den Pilz, den man kennt, in einem Zustand zu sammeln, der einfach einen guten Verzehr zulässt. Also weder ein zu alter Fruchtkörper noch ein zu junger Fruchtkörper. Zu alt deshalb nicht, weil einmal der Speisewert nicht mehr vorhanden ist. Es gibt Madenbefall, es kann Schimmelbefall geben. Und bei zu jungen Fruchtkörpern können die Merkmale zu wenig ausgeprägt sein. Und drittens ist es natürlich gut, an die Natur dabei zu denken, weil die Pilze haben natürlich eine Funktion in der Natur. Pilze sind ein Genuss und das sollten sie auch für alle bleiben.